Herein! Nee! Stumpen! Wir klettern. Geh uns dahin! Stumpen, was machst denn du hier? Du fängst jetzt wieder am Übereck an und gehst dann wieder arbeiten, oder was? Das ist ja wirklich ein schöner Anfang. Nein, ich habe den vorderen Chero gesehen und wollte wissen, wem der gehört. Ja, das kann ich dir sagen, das ist Mena. Nee. Doch. Nee. Der ist noch zu verkaufen. Ich habe so viel Cola darin gesteckt, der muss jetzt weg. Und deswegen müssen wir wieder Kneipe. Jetzt will ich wieder Kneipe und muss mir jetzt wieder die dusseligen Gäste ankicken. Aber ich mach's ja gerne. Giri! Die dusseligen Gäste. Der eine dusselige Gast heute hätte gerne einen Martini Bianco auf ganz viel Eis mit einer Limette in einem speziellen Glas. Das sollst du kriegen, Giri. Hab ich überhaupt? Ist das sowas? Nee, warte, das muss was anderes sein. Sowas, wa? Ganz viel Eis? Ganz viel Eis bis oben hin mit Glas voll. Oh, das ist schön. Und ganz viel Limette. Bitte. Ja, logisch. Die kannst du gleich so rein. Nee, nicht. Ah! Mach ich selber mit dem Stroh hin. Ja, kriegst du da alles. Warte. Nicht ausdrücken. Nein. Oh, nee, dran. Reicht? Ja. Strohhalm. Das fetzt. Das ist wirklich dein Ford, dein Westauto. Ja, das ist mein Westwagen. Wahnsinn. Ich hab mal einen Ford Taunus gehabt. Ich weiß. Du hast so viele Autos gehabt, Geri. Ich hab die Minis und so. Ich habe mir letztes Mal eine Liste gemacht und du kannst ja mal schätzen, wie viel ich von Anfang an seit Ostzeiten, seit meinem ersten Trabant-Kombi hatte. Also ich kann dir sagen, ich hatte 80. Ich dachte, nee. Nee. Ich habe 80 Autos gehabt. Ich habe 36. Seit der Wende. Das 80 ist, Autos. Das seit der Wende? Ja. Du bist jetzt seit 15 Jahren hier in der Margarete. Ja. Und freue mich jedes Mal, wenn du mal herkommst. Vielen Dank. Geri. So, jetzt kick mal kurz hin, das ist leer alle. Ja, dass du das gerne trinkst, das weiß ich. Giri, also, mir geht's gut, die Band läuft. Mir geht's sehr gut, die Band läuft. Ihr habt eine tierische Tour vor euch, habe ich gelesen. Es geht. Na, ist schon ordentlich. Das sind 40, 50 Termine? Ja. Naja. Mit Martini? Nee. Neue Platte in Sicht? Die neue Platte ist letzten Freitag rausgekommen. Widerstand ist zwecklos und deswegen heißt die Tour Zweck ist widerstandslos. Ach, das war das. Und heute ist Trendcharts und so um die Top 10, so 10, 11, 12, 40 Tempo Einpegel, was ja gut ist. Ja. In der heutigen Zeit verkauft man ja keine Platten mehr. Aber da verkaufst du ja nur noch die ganzen MP-Dinger da. Da kriegst du auf die Spotify-Streams und denkst, vielen Dank, Kollegen. Die Leute hören es und kommen zum Konzert. Das ich kann jetzt schon an zu nuscheln. Nee, du machst das schon, du habe ich auch mit Liebe gemacht. Da kann man auch ein bisschen Dun von werden. Immer einen Finger drin. Ja, das ist schön. Schmeckst dir? Ja, schön. Giri, jetzt mal hier mit dir und Köpenick. Du bist ja nun der Ur-Köpenicker für mich auch. Du hast ja, eigentlich gehört ja doch, würde ich sagen, oder? So ein bisschen. Also ich bin ja in Köpenick auf der linken Seite vom Möggelsee groß geworden und irgendwann nach, also 82, da habe ich dann in Friedrichshagen die Schule besucht. Seitdem bin ich also in Friedrichshagen. Ja, das ist schon meins. Also ich will doch da nicht weg. Ich habe zwar überall woanders mal gearbeitet, also unter anderem in Übereck oder ich habe die eigene Kneipe in Dodge gehabt. Und, genau. Helmholtzplatz. Das war auch ganz nett, die Erfahrung. Das war aber 93, das ist 25 Jahre her. Da haben wir uns. Damals? Ja, das war so ein Klüngelchen. Genau. Da wurden auch Wasserwerfer in der Dunkerstraße eingesetzt worden, um die Leute da zu vertreiben. Ja, da habe ich, wie gesagt, ein bisschen Zeit verbracht, aber ansonsten lebe ich, wohne ich, arbeite ich gerne in Friedrichshagen. Will auch nicht weg. Grünster Bezirk von Berlin. Und wenn du da halt wirklich immer pupst in der Möggelsee bist, das ist so schön. Das kann man mir auch nicht nehmen. Giri, und Fußball? Fußballclub? Ja, ich wohne ja nur quasi gleich daneben. Bei mir ist tatsächlich vor im letzten Jahr was passiert, weil ich nicht für möglich erachtet habe. Einer meiner allerbesten arbeitet bei der Messe Berlin und die sind ja auch Sponsoren von dem Verein. Und der hat mich eingeladen zur Sponsorenveranstaltung. Und was ich da erlebt habe, hat also alle Brücken gebrochen. Das war also Dämme. Also alle, das war so schön. Ich habe da was erlebt, was ich nicht für möglich erachtet habe. Ein ganz geiler Verein, ganz schaue Leute. Das hat nichts mit professionellem Fußball in dem Sinne zu tun, was man sich darunter vorstellt, dass also die Leute hingehen, um Geld zu verdienen, sondern das ist eine Familie. Also von oben bis unten, von dem, der die Tür aufmacht, bis hin zum Präsidenten. Das war wirklich Schau. Alles eins. Und durch eine zufällige Konstellation, ich saß da am Tisch, ich wusste ja nicht, wer ist. Quer gegenüber, so 4 Meter weiter, saß da eben der Präsident mit seiner charmanten Sekretärin. Dirk Singer, ja. Und irgendwann kam dann der Chef meines Freundes, der bei der Messehalter werkelt, meinte, ey, Stumpi, kannst du mir mal einen Gefallen tun? Sie möchte gerne Autogramm. Ja, klar. Und dann habe ich dann halt
meine liebe Nadine mal getroffen. Und sie hat sich dann auch als Knorkater-Fan geoutet und das Tolle ist und so. Und sie meinte, ich muss unbedingt mal zum Spiel vom 1. FC Union kommen. Und ich habe mir meinen Sohn geschnappt und bin hin. Union gegen 1. FC Pauli. St. Pauli. St. Pauli. Und das war ein Knaller. Erstmal komplett gewonnen. Ja. 4 Toren. Ja, ja. Und das war so eine Hammerstimmung. Ich hab's wirklich nicht geglaubt. Ich hatte nur halt das Privileg ein bisschen weiter abgeschottet als von der Waldbühne. Ich hab gegenüber gesessen. Du warst in der Kuchenlounge. In der Kuchenlounge. Und hab das beobachten können und das war wirklich ein bleibendes, schönes Ereignis für mich. Das hat wirklich gefetzt. Und da bin ich ein paar Mal hier. Also nimmst jetzt Union noch wahr. Ich weiß, vor 3 Wochen, sagt ja der Buschfunk, hast du auch oben in der Musikerlounge genau. abgehauen. Genau. Ja, da habe ich dich gesehen. Heimlich hast du in der Ecke gesessen. Mit meinem Sohn wieder. Ja, der, ja. Eigentlich sagt immer, Papa, komm hin zum Union. Und also er geht ja wahrscheinlich nur wegen dem Ritter dahin, Ritter Runkel da, um den zu kicken. Aber ich gucke wirklich interessiert und es ist spannend. Es ist wie halt, wenn du Boxen im Fernsehen siehst, ja, da hauen sie sich auf die Gusche. Und genauso beim Fußball, da rennen sie in den Ball hinterher, aber wenn du dabei bist, ist es komplett was anderes. Das ist wirklich eine Atmosphäre, ist unfassbar. Also bist du ein bisschen infiziert. In der Tat. Ach, wie schön. Ja. Schaffe ich leider nicht jede Woche. Nächstes Mal hast du die Chance, gegen Eintracht Frankfurt anzutreten. Wird wieder hitzig. Ja, das wird schön. Das wird auch schön, auch ein geiler Verein Frankfurt. So viele Leute und eine schöne, große Supporter-Gang da am Start. Also ein Urverein. Also wie wir, das passt schon gut zusammen. Du bist dann schon umtrieben. Ich weiß eine ganze Menge, wa? Vom Fußball. Du, ich bin ja da, ich bin ja 1974 da reingerutscht in die Bude. Weil ich konnte ja nicht anders. Ich konnte ja nicht zu den Typen, die da im Kantianstadion gespielt haben oder in der Zickenwiese. Das war also du meinst das Hertha und BFC? Nee, ich meine BFC Dynamo, was ja bei uns 1974, da ging ja nur eins. Und da bin ich lieber eine alte Försterei gefahren, weil das hat mir einfach mehr Spaß gemacht. Weil mir hat das Stadion noch viel mehr gefallen, weil das war einfach viel schöner. Da war kein Dach drauf. Das war cool. Also ich hoffe, Sie beim Dom, ich hoffe, Sie beim Boden ständig. Authentisch sind Sie ja sowieso. Weil Geld verändert ja auch mal bekanntlicherweise, aber so wie ich das einschätze, bleibt das. Die bleiben auch in der ersten Liga für dich? Das kann ich nicht beurteilen. Dazu kenne ich die anderen Vereine nicht. Ich weiß nicht, also ich kann wirklich nicht hinter die Kulissen kicken, wer was kann, wer was nicht kann und ob sie sich da Leute eingruppen, die das noch ein bisschen verbessern. Ich kicke gerne zu und freue mich über den Gewinn und wenn sie halt verlieren, dann ist es halt so. Und wenn sie nicht in der ersten Bundesliga bleiben, mein Gott, ich spiele trotzdem gut weiter. Also. Herr Giri, pass mal auf, wir können ja mal was tippen. Ich habe da was vorbereitet. Warten. Wir haben hier 2 schöne Deckel. Wir spielen jetzt am Wochenende in Leverkusen. Mhm. Das ist da, wo die Pillen gemacht werden. Das weiß ich nicht. So. In Leverkusen. In Leverkusen. Ich mach's lieber so, dass ich nichts falsch machen kann. Und deinen Namen musst du noch rufen. Das mag ich gerne. Stumpen. So. Stumpen meint. Oh. Das würde ich mal Pari nennen, 2-2. Mhm. Da haben wir nichts falsch gemacht. Du? Ich denke, wir kriegen das hin. Ja. Gut. So, dann trink ein bisschen. Fährst du da hin nach Leverkusen? Nein, ich fahre da nicht hin. Muss arbeiten. Nee, ich fahre nach Ostsee. Ich gehe ein bisschen surfen. Letzter Tag. Mhm. Ja, feier noch ein bisschen Geburtstag nach, denn wahrscheinlich. Bin gleich fertig, komm, mach mal Stößchen. Du musst dich aber eilen. Ja, ja, sehr gut. Komm, mein Lieber, sehen wir uns am 5., 6. oder 7. in der Knorr-Karte-Halle? Musste mir sagen, ich brauche für meine Freundin und mich brauche ich einen Einlass. Nochmal. Verstehe. Komm, ihr küsst mein. Stumpen. War mir eine Freude. Das war mir. Schön, dass du hier vorbeigestolpert bist. Vielen Dank, mein Lieber. Jetzt sieht wieder raus? Ja. Mein Lieber. I love you. Aloha. Herrschaften, dort und dort auf Wiederhören. Häng los. Muss mal die Tür ein bisschen buttern. Die macht sich schwer. Ach komm. Ja. Das ist eine alte Bude hier.